Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu einer gemütlichen Runde Subdistance. So, ich wollte euch das zeigen. Ihr seht, ich habe das Kanickel geschlachtet, war Level 10. Es gibt zwei so Dinge, Premium Kanickelflash, davon, davon. Deswegen finde ich, lohnt sich das in meinen Augen. Schon, Entschuldigung, auch wenn es viel Mats bedeutet, aber... Was du hast, hast du. Da brauchst du dich nicht drum sorgen, ne? Sagen wir, wie es ist. Oh, ist alle. Wie viel ist da noch? Oh, oh, oh. Wir müssen Biokraftstoff herstellen oder noch was dran organisieren. Komm, dann schmeiß die mal eben hier rein. Da habe ich gar keine. Ich habe ordentlich Feldflaschen jetzt hergestellt, ne, dass sie dann nicht andauernd immer hin und her laufen müssen. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Pack sie in irgendeine Kiste, wo sie auch reinpassen, ne? Ich habe auch noch nie aufgeräumt hier. War die leer? Habe ich die nicht voll gemacht oder habe ich die aus Versehen getrunken? Nee, habe ich nicht. Ich habe doch aufgepasst. So war mein Plan jetzt dahinter. Dass wir das hier so ein bisschen... auch mit Wasser holen und so. Das ist doch manchmal ein bisschen lästig. Deswegen machen wir das jetzt mal eine Zeit lang so. So, Beetewässern brauche ich natürlich nicht, weil voll. Aber wir können hier bestimmt was ernten. Ne, noch ne. Hau mal rein, das Zeug. So war meine Denkensweise. Deswegen habe ich die jetzt mal ordentlich voll gemacht. Ne, ist noch nichts zu ernten. Schön. Wir müssen Biokraftstoff ran organisieren, ne? Dann werden wir nächsten Ingame-Tag nicht mehr drum zukommen. Sonst haben wir echt ein Problem. Aber da musst du wahrscheinlich durch als Lurch. Das können wir doch hier lassen, oder nicht? Du kannst nach da. Du kannst hier hin. Okay. Ne, lass das mal eben hier. Wir stellen nochmal eine Schrotze her, wenn wir gerade dabei sind. Und hier sind... Herstellen. Danke. Das haben wir auch, ne? Pfeile haben wir. Können wir die jetzt nicht damit reinpacken? Danke. 18 Stück noch. Da haben wir 26 Schuss vorne. Heiliges Blech, ne? Ich würde mal sagen, das lohnt sich. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wollte irgendwas machen. Ich weiß aber nicht mehr was. Wir hätten noch Kleber hergestellt, ne? Da sind zwei drinne, das passt. Es ist jetzt nur ein Metal, viel Kleber. Und Ströme. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Tu mal eben hier. Ablegen. Wir sollen nicht alles mitschlüren immer. Die tun wir auch eben hier hin. Ah, guck mal, da kannst du sogar ein Außenschild herstellen. Ist ja cool. Wusste ich gar nicht. So, lass uns mal eben noch ein, zwei Meter gehen. Oh nee, erste Dirt Toe Marken. Fallen habe ich schon wieder gefüllt, ne? Das habe ich gemacht. Wo ist der? Ja. Das habe ich auf jeden Fall erledigt. So weit war ich. Dann nehmen wir das heute als Bild wahr. Oh, es macht sogar Bilder. Danke, Subdistance. Wir brauchen es ja doch, ne? Zwar nicht das Fleisch und so, aber die Materiale brauchen wir. Ich muss Biokraftstoff wiederherstellen, ne? Hier im Händchen waschen. Wenn wir schon gerade hier sind, ne? Es wird schon wieder dunkel, das kann es nicht sein.
Ja, es geht jetzt ordentlich Strom, also Kraftstoff drauf, ne? Also da muss ich mir jetzt doch noch mal wieder was überlegen, wie ich das am besten mache. Aber im Moment brauchen wir die Mats. Man sagt ja, die Materialien halt, ne? Kommst du nicht drum rum? Ich sehe schon wieder so viel, ne? Nämlich gar nichts. Ich verwundere es immer. Auf dem OBS-Monitor siehst du noch alles, ne? Aber hier nicht mehr. Wie kommt das? Da ist noch doch hell. Bei mir auf dem Monitor siehst du gar nichts mehr. Auf Deutsch gesagt. Hier ist nichts, ne? Ja, wenn du da guckst, in die Richtung siehst du noch. Komm, wir nehmen noch zwei, drei Stücke Holz mit, dann tun wir jetzt die Nachtmaterialien ranschaffen, ne? Also, das, was wir noch machen können, wir müssen auch noch ein paar Sachen bauen. Wir können auch bald den zweiten Ofen anschmeißen, wenn das so weitergeht, ne? Das ist wohl so. Das ist wohl so. Und meine Beete müssen auch mal erntereif werden, ne? Ich brauche Futter für meine Viecher. Aber wir müssen auch noch die Glas... Oh, da waren wir schon. Die Glasfronten noch herstellen, ne? Na, alles tutti bei euch? Ist hier noch was Level 10? Level 6. Level 6. Level 1, Level 3. Okay. Strom. Oh oh. Mach mal an den Hobel. Jetzt wird's boah nicht knapp, du. Wasser raus. Und das können wir schon mal brutzeln. Oh, da ist ja noch ordentlich Kraftstoff nachgekommen. Wo ist die Korne? Hier hin. Kraftstoffe. Sind wir mir die Kleber hergestellt gehabt? Wo hab ich den denn hingepackt? Ah, ich habe kein Metall, ey. Um die Glasfront zu bauen, baue ich ja auch wieder Metall. Tüdüm. Habt ihr noch zu fressen? Ja. Ja, auch nicht mehr so viel, ne? Ich gehe gleich noch was holen. Lass mich das eben hier wegbrutzeln. Der kann raus. Das brutzelt. Wir essen die mal. Das kann auch raus. Oh, 105 Holz wieder. Das ist gut. Aber dann können wir noch ein paar Bretter wieder herstellen. Wir brauchen es nämlich. Ist wie es ist. Essen. Essen. Danke. Das haben wir. Hier können wir wieder Kraftstoff reinkloppen. Dass wir wenigstens über die Nacht kommen, ne? Wir düngen eben die Beete. Es ist echt viel zu tun, wenn du das alleine machst. Ey, heiliges Blechle. Da musst du auch immer erst. Ja, ich zieh den Kittel gleich wieder an. Erstmal wieder hinterherkommen, ne? Weißt du, tagsüber ist zu warm, nachts muss man immer den alten Kittel anziehen. Hier ist auch nicht so prickelinski immer. Mach mal an da. Danke. Das ist nicht schön. So, wir müssen eben Viecher füttern. Also die mal halbieren. Danke. Langsam brauchen wir eine Ernte. Die fressen mir die Haare vom Kopf. Es ist, wie es ist. Oh, danke. So, das haben wir. Schön lieb sein, kein Blödsinn mehr, ne? Das Ei müssen wir mal.
Hier reinschmeißen. Oh, kein Platz. Doch, da. Die sind schon so uppe, die Dinger. Oh, wir müssen auch mal was trinken, ja? Gut. Knut, Bretter laufen durch. Irgendwo ist hier was in der Falle gegangen. Wo? Nein. Nein. Dann ist das hier. Dann bleibt hier nur noch eine übel. Danke. Wir frieren, obwohl wir den Kittel anhaben. Was ist denn hier los? Jetzt ist doch mal rein. Gut. Das läuft. Kann's ja auch nicht sein, ne? Das ist wohl so. Kann's nicht sein, Silber. Okay. Haben wir überhaupt genug Ströme? Reichen. Wir müssen es herstellen. Einen haben wir. Stellen wir noch einen her. Einen nehmen wir mal mit. Wir gehen mal hier hin. Das kann erst wieder zurück. Das läuft. Wir gehen mal hier hin. Wir brauchen Glas und Kleber, ne? Kleber. Machen wir hier Tab. Ach, falsche Baustelle. Ne, war doch richtig. Wir brauchen so eine. Ah, wir müssen nochmal rüber. X. Herstellen. Danke. Dann müssen wir hier nochmal hin. Den brauchen wir. Herstellen. Danke. So, den Rest können wir wieder rüberbringen. Boah, nicht knapp, du. Was jetzt machen? Du kannst noch da. Du kannst noch da. Du kannst noch da. Hier können wir auch noch mal wieder hin, ne? Hast du dir gedacht? Und das mal eben raus. Gehen wir hier hin. Ist das schon mal rein da? Das läuft. Habt ihr noch genug Wasser gehabt? Ja. Schon wieder nein. Komm, essen wir direkt. Die haben noch. Die bestücken wir jetzt erstmal nicht mehr. Weil können wir gerade uns nicht so erlauben. Ey, der Satan, ey, da müssten wir echt noch ein Beet bauen. Sonst kriegen wir echt Probleme, ne? So, Abflug. Nacht auch schon gleich wieder rum, ne? Nix ist fertig. Ich wollte noch hier Dinger bauen. Ich weiß noch nicht wie. Na? Alles tutti bei euch? Gut. Du musst da rein. Du musst da rein. Du musst da rein. Dann räumen wir die so lange hier hin. Den auch noch da. Den soll noch da. Danke. Wir gehen da lang.
das gefällt mir hier noch nicht, ne? Aber die kannst du stellenweise besoffen umsetzen. Siehst du? Heilige Elefantenkuh. Mach mal E. Ach ne, End ist das, ne? End. Jetzt macht er das rot. Lass stehen, man. Das gefällt mir nicht. Die Sitzschiete. Ja, komm, setz nur die Glaswand erstmal noch hier. Das kann ja auch heiter werden, ne? Tab. Dich brauchen wir erstmal. 3. Jetzt komme ich natürlich nicht weit genug zurück, ey. Ich könnte ja brechen. Oh, von hier kriegen wir die auch gar nicht dran gezimmert, oder? Nochmal 3. Okay, danke. Das ist das, das, das. Die befüllen wir gerade nicht. Wir sind auf Yacht, ey. Ein Schickram. Wenn man denn... Passiert der andere denn jetzt daneben? Ja, ne? Tab. Den noch da. Nochmal 3. Okay, das passt. Das sieht ja schon mal gar nicht so uncool. Das Problem wird sein, wenn du den komplett zumachst, dass du, wie heißt es, gar kein Wasser mehr dann irgendwie haben kannst und so, ne? Ist ein bisschen schade. Naja. So, die haben wir hergestellt, die haben wir hergestellt. Da war unten nur noch der Giebel, ne? Ja, das müssen wir dann auch noch machen. Und hier müssen wir auch noch ein bisschen zumachen, ne? Wenn die Jägers mal kommen oder so, dann müssen wir dann was überlegen. Aber der Plan ist ja, dass du hier so durchgehen kannst eigentlich. Wird wohl nicht klappen. Samen ziehen. Samen ziehen. Okay. Wir müssten wahrscheinlich hier noch eine Front mehr dran setzen, ne? Nicht so einfach. So, bist du noch irgendwie erntereif? Nein. Ist ja ungünstig, ne? Ist hier noch was erntereif? Okay. Dauert noch. Samen ziehen. So. Tomate. Schickram. Zwiebel. Die waren viel mehr, ne? Okay, wir gehen mal rein. Holen uns mal Sämpele. Reicht das? Ich bin verwirrt, ne? Hatten wir mehr Platz? Ich glaube wohl, ne? Nee, zweimal noch. Okay, der da haben wir.
Das haben wir. Kraftschiff hier im Nachhinein. Das läuft. Holz. Fettschmelzer. Nimm den mal raus. Die packen wir ihm weg. Das läuft. Hier baut sich auf, ne? Das ist okay. Den tun wir da rein. Lass den mal lieber laufen erst noch. Wir müssen dann on Tour. Oh. Oh. Wasser haben wir einmal mit, ne? Komm, den machen wir eben. Braucht den Kraftstoff. Es schneit! Was ist denn jetzt kaputt? Ist ja gar nicht günstig. Es schneit! Hast du gesehen? Uncool. Wir gehen auf den Winter zu. Nee. Ich habe gar keine Böcke drauf. Und ich habe noch nicht alles fertig gebaut. Naja, was willst du machen, ne? Musst du durch. Habe ich den Hammer mit? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ich hab so was von gewusst. Was ist das für ein Spießer? Wo ist er? Ganz weg? Wo sind die? Wo ist er? Heiliges Blechle. Das war ja gar nicht günstig. Danke. Ist hier noch so einer? Mann! Hat sich Schrotzenmuni wegen dem Penner weggemacht. Vorsichtshammer. Ich wollte eigentlich... Ja, das kann ich mir jetzt von der Backe putzen. Nee, tun wir ein bisschen Holz einsammeln. Ich wollte die Bärenhütte noch reparieren. Das hatte ich nämlich, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich weiß gar nicht, ob wir den Hammer mithauen. Spießer, ne? Kann's nicht sein, so was. Jo, danke, Brookvi. Oh, nee. Nicht sagen, so was. Das ist ja Trauma de Grande de Malheur pur hier heute, ne? Sagen wir, wie es ist. Heiliges Blende. Mann, Mann, Mann! Aber wir können auch so eben Hände waschen, ne? Wir haben hier noch Water mit. Machen wir hier Tab.
Ich hab mit, ne? Gut. Und was sagen? Es schneit, ey. Ist voll komisch. Nächstes Mal, dass wir hier bei Schnee spielen. Ich sollte hier mal Legierungsbleche dran machen, wa? Ich glaube, das wird Zeit. Oh, kein Holz mehr. Andere Baustelle. Nee, ich brauche Holz. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen von dieser ganzen Grande der Malheur, was hier immer so alle passiert, dann würde ich mich ja echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.